So, willkommen zur 6. Folge vom Bier-Adventskalender. Heute eine ganz besondere Folge, denn heute ist der Nikolaus. Ich hoffe, ihr habt alle eure Füße, eure Schuhe rausgestellt oder eure Stiefel und die waren prall gefüllt. Wir machen heute mal das 6. Türchen auf. Gucken mal, was uns heute da erwartet. Da sehe ich schon wieder einen schlichten Kronkorken ohne Aufdruck. Aber erstmal den Humpen runter. Den Botsch, ihr wisst. Und heute, was haben wir denn da? Auch hier, Sternburg, ne? Ein Sternburg-Schwarzbier. Nein, das Ganze ist von der Kraftbier-Werkstatt K Germany. K für Kraftbier-Werkstatt. Independent Brewing Company mit 7,1%. Das gucken wir uns mal kurz an. So, dass ihr das auch mal seht, hier habt ihr also das Etikett mit einem Stern, alles schwarz und Vanillefarben, erinnert mich an das Starra Bohemia, was es früher immer gab, das hat auch so einen vanillefarbenen Deckel gehabt. So, machen sie das dreckig aus. Und hier sieht schon aus wie irgend so ein Grufti-Bier, so ein Satanisten-Bier, alles richtig böse hier. Oh, da muss ein Pentagramm auf die Stirn. Schwarzer Bock. Der schwarze Bock sieht auf jeden Fall sehr gefährlich aus. Independent Brewing, Kraftbierwerkstatt, K. Wie findet ihr das Etikett? Ne, spricht euch das an, wenn ihr das so seht. Ist alles dunkel. Ich mag es ein bisschen freundlicher. Trotzdem hat das Style irgendwo auch gerade mit dem Logo und dem ganzen Zeug drumherum. Wir geben aber mal auf das Etikett. Was haben wir denn bei den anderen so gegeben? 3, 4, 5, 1, 3. Joa, ist schwer zu sagen. Weil es Style hat, gebe ich trotzdem mal eine 4. Trage ich mir gleich mal hier ein. So. Obwohl, so freundlich und hell, hat es mir natürlich besser gefallen. Wir machen das mal auf, sind gespannt, da das eben die meisten Prozent hat von den jetzigen dabei. Heute am 6. knallt es also ordentlich rein. Das hat nicht geknallt, okay, der ist einfach nur so weggeflogen. Wir schenken gleich mal ein, schauen mal, was das kann. Das müsste jetzt natürlich richtig dunkel und brutal sein. Oh ja, sieht aus wie Cola, ne? Als ob ihr euch dann eine Cola einschenkt. Richtig brutal, das hat so eine richtige Bernsteinfarbe. Gucken wir mal wieder das Ganze in ein Glas kriegen, so wie ich einschenke, entsteht da immer kein Schaum. Also tun wir es mal so. Na, na, na. Hey, eine Cola, wer hätte das gedacht? Hat auf jeden Fall alles reingepasst, das ist sehr unterschiedlich. Vielleicht liegt das gar nicht an mir mit dem Schaum. Vielleicht ist das wirklich so, dass die unterschiedlich einfach so den Schaum bilden, deswegen soll man den Schaum ja auch bewerten. 0 Punkte für Schaum, wie ihr seht, für die Cola. Etikett haben wir auf jeden Fall, Farbe und Schaum. Das sieht auf jeden Fall gefährlich aus, wie eine Spezi. Der Ispo würde sich jetzt freuen. Schaum gibt es ja nicht. Vom Bier würde man jetzt nicht erkennen, in erster Linie, dass das ein Bier sein soll. Ich glaube, für die Farbe, da man Bier ja trotzdem meistens mit so einem schönen Blond vergleicht, würde ich für die Farbe jetzt trotzdem einfach mal 2 Punkte geben und den Schaum, weil gar kein Schaum drauf ist. Der Geruch, riecht auf jeden Fall nicht so kräftig, wie es riechen könnte, denke ich mal. Geruch ist eigentlich eher unspektakulär. Finde ich, haben die anderen intensiver gerochen, die helleren, obwohl das eigentlich kräftiger sein müsste. Geruch also sehr unauffällig. Geben wir auch mal, was geben wir denn bei Geruch? Auch eine 2, weil es einfach zu, ich finde, es hat zu wenig Geruch, deshalb nur eine 2. Jetzt sind wir gerade bei 8 Punkten. Wenn es bei Geschmack mindestens eine 2 bekommt, ist es dann gleich auch mit dem schlechtesten bis jetzt. Aber vielleicht kann das ja geschmacklich überzeugen. Wir geben dem Ganzen natürlich eine Chance. Na, die spielt schon wieder mit dem Kronkorken.
man merkt auch eine richtig malzige Note im Abgang. Ich dachte jetzt, das ist herber, bitterer im Nachhinein. Ist aber eigentlich okay. Kann man trotzdem so gut trinken. Ist halt jetzt kein Vergleich zu einem Weizen oder zu einem normalen Pilz oder Hellen oder sonst was. Für das, was es ist, finde ich es angenehm. Kann man trinken. Würde ich sogar eine 3 geben. Das ist das Mittelmaß. Es ist jetzt nicht so sonderlich, dass ich sage, boah, ich muss gleich 10 Stück davon trinken. Ist aber auch nicht so, dass ich sage, ich würde es gar nicht trinken nochmal. Bewegen uns mit dem Geschmack also im Mittelmaß bei 3 Punkten. Tragen wir auch gleich mal ein hier. 3 Punkte kommen so insgesamt auf 11 Punkte. Ist trotzdem das zweitschlechteste bis jetzt. An erster Stelle immer noch Landgang und Hohentanner Tannenhell. Wer das nicht gesehen hat, die Folgen, dann müsst ihr euch mal das Türchen 2 und Türchen 3 angucken. Da waren bisher meine Favoriten dabei, meine Lieblinge. Auf was steht ihr? Steht ihr eher auf helles Bier? Steht ihr eher auf dunkles Bier? Mögt ihr eher so einen Weizen-Bananengeschmack? Wollt ihr etwas Hartes, Malziges? Oder habt ihr eine ganz andere Vorliebe? Schreibt es mal in die Kommentare, wie viel Promille, wie viel Prozent hat durchschnittlich euer Lieblingsbier? Gibt natürlich auch was noch mit deutlich mehr. Wenn ich da immer an Elephant denke oder so, Elephant Ultra Strong mit 10,0. Also das kann man eigentlich schon essen, das kann man gar nicht mehr trinken, das könnt ihr nehmen und davon abbeißen sozusagen. Ist aber immer auf jeder Party gut angebracht, wenn es heißt, yo, ich habe 2 Elephant dabei, die trinken wir jetzt zuerst. Das ist also gut, durch die Farbe an sich. Aber ihr wisst, normal goldenes Bier ist das A und O. Wir trinken den Rest jetzt noch aus. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut euer Ramses und noch einen schönen Nikolaus. Reiche Bescherung und passt auf, wo ihr reintretet, nicht, dass ihr da noch Schokolade im Schuh habt. Mensch, Ari, jetzt rastet doch nicht aus. Der legt schon wieder die halbe Wohnung auseinander. Das war's von meiner Seite aus.